Ich hoffe, der macht mich nicht fertig. Tschö, man kann doch über alles reden eigentlich. Aber der will nicht reden, der will kämpfen. Warum? Wir müssen mit ihm verhandeln. Sieht mir nicht so aus mit verhandeln. Das sieht sehr schlecht aus. Er hat Wurzelschlangen an seinem Bart. Wie war das nochmal mit verhandeln? Also, ja. Sprich mit... Ja. Oh, jetzt können wir mit ihm... Euch ist es doch egal, wie es den anderen Wesen geht. Wir brauchen nur ein kleines Gebiet für uns. Doch die Königin von Sanctopolis hat uns aus unserer alten Heimat vertrieben. Und jetzt schickt sie auch noch Soldaten, um uns zu töten. Empört sich der Treant-Häuptling, seine Zweige und Blätter zittern vor Wut. Du bedeutest, Alfonso zu sprechen, doch er schüttelt den Kopf und zeigt auf dich. Entnervt trittst du vor und versuchst, den wütenden Treant zu beruhigen. Ja. Du trittst näher und entschuldigst dich für deine fehlenden Manieren. Dieses riesige Baumwesen schüchtert dich schon gehörig ein. Du stellst dich vor und erklärst, dass ihr keine Lakaien des Rubinsterns seid und euch nur verteidigen wolltet. Der Häuptling ist alles andere als beeindruckt. Du versuchst, deine Verlegenheit zu überspielen und sagst ihm, dass ihr eigentlich hier seid, um ihn um Hilfe zu bitten. Pah, heuchlerische Zweibeiner, wenn wir euch im Weg sind, vertreibt ihr uns aus unserer Heimat. Kontrolliert uns und lasst uns nur ein winziges Stückchen Land zum Leben. Warum sollten wir dir helfen, Menschling? Du bist hier nicht willkommen. Verschwinde, dröhnt der Häuptling unversöhnlich. Du willst Einspruch erheben, als Fine erscheint. Diese, lass Marisa das regeln, flüstert Fine dir zu. Marisa ist aber nirgends zu sehen. Ehrwürdiger Häuptling Cicerone, ich bin Fine, ein Zenshi des Saphirsterns Marisa, der Königin von Sanctopolis. Meine Herrin würde gern mit dir sprechen. Was? Oh, da kommt sie her. お久しぶりです、ジョロ。アイナです。突然の訪問をお許しください。私たちに協力してくれませんか？ うるさい、黙れ。 あの戦争で我が一族は大きな被害を受けた。奴らは自らの欲望のため我が一族を故郷から引き離し、我が一族を盾として利用したのだ。散々 迫害した挙句、協力してほしいだと？我々の気持ちを考えたことがあるか？かつての戦争ではどうしようもありませんでした。ですが、私は今度こそエレンを止めたいのです。そのためにも
あなた方の力をお借りしたいのです。ふん、どうせお前も我々に盾になってほしいのだろう。我らは駒ではない、生きているのだ。長老は私たち姉妹のことをよくご存知のはずです。エレンはきっとあなたたちを滅ぼします。阻止するためにも我々に加勢してください。王権を奪い返したら平穏な暮らしを約束します。私が王妃である限り必ず全力で守ります。はあ、一族のために共に歩む未来を選んでいただけませんか。契約魔法か、よかろう。誠意の証として受け入れよう。我が一族は協力に応じる。くれぐれも約束を忘れるな。うわっ、ja, cool. Königin Marisa, wir hoffen, dass ihr wieder an die Macht kommt und euer Versprechen uns gegenüber halten werdet. Wir werden euch helfen und den Weg frei machen. Mit diesen Worten verbeugt sich Cizeron vor Marisa. Danke, Cizeron. Deine Hilfe soll belohnt werden. Alles weitere. Meine Stimme. So, Entschuldigung. Danke, Cizeron. Deine Hilfe soll belohnt werden. Alles weitere wird diese übernehmen. Marisas Abbild flackert und verblasst. Okay. Sogar der Himmel ist in Aufruhr. Etwas liegt in der Luft. Cizerons Baumkrone erzittert unter seinem Seufzer. Das ist nicht unser Kampf. Doch wir haben beim letzten Mal versucht, neutral zu bleiben. Es hat uns nichts genützt. Dieses Mal gestalten wir unser Schicksal selbst. Ich habe euch freies Geleit versprochen, also werde ich euch persönlich zur Ivalo-Insel bringen. Ich werde den anderen Treens von unserem Abkommen berichten. Du bedankst dich beim Häuptling und bittest ihn, euch den Weg zu zeigen. Tschüss. Kenn den Weg schon, tschüss. Immer noch aggressiv, die Bäume. Die Brücke zu Die Brücke zur Ivalo-Insel ist gleich da vorne. Ich werde euch hier verlassen. Cizeron deutet mit einem knorrigen Finger in Richtung der Brücke. Bevor ihr geht, eine Sache noch. Beim Ivalo-See lebt ein Volk von Monchelas. Sie sind die Wächter des Sees. Was auch immer ihr tut, reizt sie nicht. Sie sind nicht so freundlich, wie sie aussehen. Und gegen sie sind wir Treens leicht zu überzeugen. Danke für die Warnung, Häuptling Cizeron. Wir werden uns bemühen, sie nicht zu stören. Also gut, Diesel. Gehen wir zur Ivalo-Insel. Soviel ich weiß, leben die Monchillas sehr zurückgezogen.
Wenn wir uns also nicht gerade wie die Axt im Wald aufführen, sollte es kein Problem geben. Also dann, auf geht's. Jede Verzögerung gerät uns nur zum Nachteil, dringt Abholzner. Du verabschiedest dich von Cizeron und folgst Fenihonor und den anderen. Der alte Treant blickt dir nach und der Wind in seinem Zweigen lässt es so aussehen, als würde er dir winken. Aha. Cool. Und ab zum Zugang. Ja, geil. Hä? Da, was? Achso. Die stehen da immer. Anscheinend. Ach ja. Schön. Was? Suche die aggressiven Tiere. Natürlich. Bist du sicher, dass ich 18 Stück machen soll? Das ist ziemlich viel. Sieht so aus. Komm, ja. Angriff. Bam. La 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 la. Da. Ich seh nichts. Da. Hey, bloß, ich hab nur stehen bleiben und dann immer 1, 2, 1, 2. Ab und zu mal die 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Solche Angriffe aus dem Nichts heraus sind für sie höchst ungewöhnlich. Verblüfft starrt Fëanor auf die Wildherde. Du warnst Fëanor, dass diese Aufruhr die Aufmerksamkeit der Munchillas auf euch ziehen wird und rät's ihm schnell weiterzuziehen. Sind diese Viecher denn alle verrückt geworden? Hat jetzt jeder Bock, jede Ricke und jedes Kitz noch seine Familie und Freunde mitgebracht, oder wie? Wuchtig pariert Alfonso den Stoß eines Geweihs. Fëanor, denk nach. Gibt es keinen anderen Weg hier durch? Diese Biester sind ja völlig durchgeknallt. Ruft Alfonso zu Fëanor hinüber. Ich überlege ja schon. Geschickt weicht Fëanor einem weiteren Hornstoß aus. Tut mir leid, aber wir werden uns hier durchboxen müssen. Diesel, wir haben keine Wahl. Die Hornblöcke, Böcke sind völlig außer Kontrolle. Jetzt ist Schluss mit lustig. Du nickst und machst dich bereit für eine richtige Schlacht. Oha. Hier mal schnell. Skilly, skilly. Was? Oh. So. Die Munchillas haben sich zurückgezogen, aber nur für den Moment. Sieh nur, die Hornblöcke, Böcke sind immer noch unruhig. Wieso komme ich auf Blöcke? Du schaust dich um, die Hornböcke sind extrem nervös, als ob die kleinsten Störung einer Stampede auslösen könnte. Aha. Diese Fëanor, ich fürchte, ich muss in unsere Lager zurückkehren. Viele meiner Krieger sind verletzt und können so nicht weiterkämpfen. Wenn wir noch einmal angegriffen werden, werden viele von ihnen sterben. Unsere Heiler haben sie verbunden und gebrochene Knochen geschient. Aber wenn wir sie nicht sofort ins Lager bringen, überleben sie das nicht. Alfonso inspiziert seine Truppen und erstattet Fëanor Bericht. Ich fürchte, das Lager ist zu weit entfernt. Es gibt einen Ort in der Nähe, an dem sie schneller geheilt werden können. Wir müssen uns allerdings erst durch die Hornböcke durchkämpfen. Oh Gott. Der Ivalo-See befindet sich am tiefsten Punkt der Insel. Sein Wasser hat magische Heilkräfte.
während des Krieges vor 15 Jahren kamen unsere Heiler nicht mehr nach, alle Verletzten zu versorgen.